Hallo, da bin ich wieder. Ich habe im Endeffekt 10 Sekunden Pause gemacht nur. Und das spiele ich gleich weiter, weil ich habe Bock. Ich will Dark Souls spielen. Und ich werde jetzt hier ein bisschen erkunden, erkunden, erkunden. Grades, was für ein Ding? Überhaupt, was habe ich da eigentlich bekommen? Genau. Ich bin einfach völlig verwirrt. Sehen, ja, das ist ganz toll. Kleine Titanitscherbe. Das ist ein Schlüssel. Meine, ah, okay. Macht Sinn. Gebranntes Bruchschwert. Nee, gerades. Ups, nicht gebranntes. Was laber ich da? Okay. Und ich habe festgestellt, ich mache ganz gut Damage, brauche aber Leben. Menü. Habe ich nicht schon gerade gemacht, aber egal. Da sind zwei Lappen mit einem Wappen. Okay. Okay. Ah, das sind diese Aggro-Gegner, die man auch aus 2 kennt. Das ist super. Ey. Junge. Ich muss sagen, ich mag den Ritter, der hat gerade schön viel Ausdauer. Finde ich sehr angenehm. Oh, die Lichteffekte sehen cool aus. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Heimkehrknochen. Nee. Im Moment nicht. Ich hatte gerade echt Angst, dass ich da runterfalle. Und ich habe Angst, ich habe da irgendwas gehört gerade. Dass da jetzt irgendwas kommt und mich umbringen will. Ich muss sagen, ich liebe es, Rittercharaktere zu spielen. Weil die immer so schön tanky sind und alles aushalten. Spiele ich nämlich bei anderen Spielen auch ganz gerne. Da ist nix. Da ist ein Typ. Ich werde übrigens so schnell wie möglich mein Geschick bzw. meine Stärke oder was auch immer ich brauche, um Bogen zu benutzen. Also ich werde wahrscheinlich Geschick brauchen. Hochpushen, um einen Bogen zu benutzen. Weil ich nämlich ganz gerne Gegner pulle. Ey, wieso bist du nicht gestorben? Du Noob. Und ja, ich beleidige alle Gegner als Noob, die nicht sterben. Weil richtige Pros sterben. Frag mich nicht warum. Double Kill. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? So ein Wichser. Okay, komm her. Sidestep. Bitch. Na komm. Das war jetzt nicht so gut. Aber ich liebe dieses 100% physischen Absorbierungsschild. Die hat man ja bei, glaube ich, bei Dark Souls. Bei Dark Souls. Warum hatte der eine Klerikerglocke dabei? War das ein Kleriker? Ich habe einen heiligen Mann umgebracht. Oh mein Gott! Hurra für tolle Aussicht. Wie kann ich das gut bewerten? Die Nachricht verhöhnen? Nein. Warte mal kurz. Welche? Mal kurz. Tastaturbelegungen. G. Okay, G für gut. Macht Sinn. Gutheißen. Ja. Ich will die gutheißen. Ich muss sagen, ich mag es, gute Bewertungen zu geben für sinnvolle oder schöne Nachrichten. Ganz einfach aus dem Grund, weil sinnvolle und schöne Nachrichten sinnvoll und schön sind. Das war übrigens nicht der Grund, den ich eigentlich haben wollte, aber ist ja egal. Was ist hier? Ich gehe extra nicht in das Gebäude rein, weil das bestimmt irgendwas Wichtiges. Guten Tag, der Herr. Oh. Tanky her. Ich greife übrigens eigentlich standardmäßig immer mit. Oh. Von wegen, das andere ist eine schöne Aussicht. Das ist eine schöne Aussicht. Wie kann ich Nachrichten schreiben? Ist irgendwas in der Nähe? Ah, ne. Da war doch irgendwas. Nachrichten. Wörter. Ort. Heller Ort. Offenes Gebiet. Offenes Gebiet, das ist gut.
Vorlage. Achso. Ah, offenes Gebiet. Ja. Ich finde, das ist ein offenes Gebiet. Finde ich schön. Ich liebe diese Nachricht, Nachrichtszeug, was man da machen kann. Glut. Das habe ich schon gehört, das soll das Zeug sein, was man im Endeffekt, sowas wie Menschlichkeit im zweiten war. Oder im ersten, glaube ich, auch. Ich habe gerade ein bisschen schwitzige Hände, das habe ich aber immer bei Dark Souls. So, da ist, habe ich eine Verbeugengeste? Speak to the King, oder was ist hier los? To the Kings. Mehrzahl. Ach, Feuerbandschrein. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, die... Ah, okay, das ist bestimmt die Feuerhüter. Wetten? Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled our worthless. Genau, unentfachte heißt das auf Deutsch, genau. Nicht unangezündete. Oh, der Arme. Warum lachen die eigentlich immer so alle so verrückt? Der hat ein cooles Schwert. Ich will das Schwert haben. Das Schwert ist cool. Die sieht doch gar nichts. Die kann doch gar nicht sehen. Ha, guck, Feuerhüterin. Habe ich es nicht gesagt. Ich muss sagen, mein Schwert sieht auch nicht schlecht aus. Das ist halt so ein ganz standardmäßiges Ritterschwert. So eins habe ich übrigens in echt zu Hause. Kann ich vielleicht mal irgendwann zeigen. Aufsteigen. Kann ich aufsteigen? Ja, bitte. What the fuck? Ich soll sie antatschen. Ja. Die Frau hat komische... Ja. Okay. Das erhöht meinen Waffenschaden leicht. Das ist wahrscheinlich mehr. Physische Resistenz. Leben hätte ich eigentlich ganz gerne ein bisschen mehr, muss ich zugeben. Nehme ich jetzt schon ein Leben mehr? Ja, ich bin so ein Noob. Glück. Was ein Glück. Ah, Finderglück. Ha, okay. Ich werde mal einen in Vitalität stecken, weil Damage mache ich eigentlich relativ genug. Bestätigen? Achso, oh. Ups. Ich hätte mehr machen können. Ups. Ja, okay. Dann stecke ich noch einen in Stärke, weil 13 ist eine Unglückszahl. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. So, und dann einmal zurück. Hat sie noch was zu sagen? Ha, ich habe 999. Durchgespielt. Das ist auch ein bisschen creepy, muss ich sagen. Das Mädel. So. Nachricht. Hurra für Truhe. Okay. Gewundenes Schwert einbetten. Das dürfte ein bisschen an der Hand ziehen, würde ich mal behaupten. Aber gut. Wir glühen ja auch so ein bisschen selber. So, rasten. Ich raste mal ein bisschen aus. Was ist das denn hier? Lagertruhe und Hupen. Habe ich einen? Hätte mich auch gewundert. Zauber einstimmen. Zauber habe ich auch nicht. Aber ich habe einen Zauberslot. Das ist schon mal schön, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Ein Zauberslot zu haben ist nämlich immer gut. Hi-ho, hi-ho, der erinnert mich irgendwie an ein Zwerg. Ist das ein Typ oder eine Frau? Ich glaube, das ist eine alte Frau. Ja, sieht so aus. Ja, ist eine Frau. Ist sie blind?
oder Batman. Also nein, nicht Batman. Dafür ist ihre Stimme zu hoch. Ach, eine Händlerin. Es ist klar, dass sie mir nicht für nichts, also für Umhörers gibt. Was ist das für ein Zeichen da oben links? Ach, das ist wahrscheinlich das Glühen, was ich habe. Ist das nach dem Boss-Kill? Ich finde den Ball in Ordnung. Muss ich sagen, den finde ich ganz gut. Oh, man kann verkaufen? Kaufen. Heute für zwei Slots? Ich könnte eine Kettenrüstung mir holen. Brauche ich aber nicht. Kann man sich den Bogen kaufen? Nee. Was hat denn das für eine Skalierung mit Stärke C? Nee, D. Dafür müsst ihr jetzt wissen, was meins hat, muss ich zugeben. Was ist das denn hier? Benötigt Attribute auf Wunder 8. Habe ich bestimmt nicht. Heimkehrknochen. Das um Leute zu suchen, das brauche ich im Moment noch nicht. Ich werde mal noch mal kurz gucken, was meine Stats denn sagen. Ja, ja, ich weiß. Das wollte ich gar nicht. Ja, ja, ich weiß. Mädel, alles gut. Was sagen meine Stats denn? Ich habe... Glaube. No. Wow, ich habe 9 Glaube. Okay, geil. Ja, das ist auch alles ganz schön, muss ich sagen. Stärke, Belastung. Belastung finde ich immer gut, wenn man davon ganz gut hat. Weil ich auch ganz gerne... Ich spiele mit Schild und Rollen. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich ein Wunder mitnehme. Wie viel kostet denn so ein Wunder? Ja, 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 ich weiß. Ich will was kaufen, Mädel. Stelltipp Kosten. Fähigkeitenpunkte. Wie viele Fähigkeitenpunkte habe ich denn? 93. Das heißt, ich könnte mich zweimal heilen und dann müsste ich ein Dingstrank reinballern. Wäre aber nicht schlecht auf jeden Fall, muss ich zugeben. Hätte ich eigentlich ganz gerne. Wie viel kostet das denn? 500. Mache ich das? Ich lasse es nochmal offen. Aber die Idee finde ich gut, weil ich liebe es einfach, viel Heilung zu haben. Gut, klar, viel Damage zu haben ist auch nicht schlecht. Ganz schön groß hier. Ich muss sagen, mich erinnert sich gerade übelst an die Minen von Moria. Und der Typ hat einen krassen Bart. Krasser Dude auf jeden Fall. Ein Waffenschmied. Ah. Ich hoffe, der macht nicht nur Waffen. Ich bin voll unfreundlich. Ich gucke mir einfach so über den Kopf drüber. So. Ist mir egal. Ja, ist ein Schmied. Waffe verstärken. Kann ich meine Waffe verstärken? Nein. Warum nicht? Achso, ich brauche 2. Na gut, das macht Sinn. Distanzwaffen. Beschleuniger. Was ist denn diese. Ach ja, stimmt, das brauche ich sowieso auch. Ich brauche ja eine Glocke. Die kann ich gar nicht benutzen, oder? Oder kann ich die benutzen? Ich weiß nicht. Ich muss aber gleich mal gucken. Zurück. Estus Flakon. Kann ich einen zurück? Ah, nee, einen hätte ich doch ganz gerne. Zurück. Estus Flakon verstärken. Habe ich nicht. Okay. Ausrüstung reparieren. Nichts von mir ist kaputt. Das ist schon mal gut. Ja, dann würde ich mal sagen, tschüss, tschüss der Herr. Dann gucke ich mal kurz nach. Habe ich einen Ring? Nee. Zurück. Gut. Ritterrüstung. Ritter, was auch immer. Kann ich da das Dings ausrüsten? Wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Ich brauche 14. Ich kann die Zauber nicht zufällig auch ohne die blöde Glocke einsetzen, oder? Na, ist egal. Im Moment brauche ich sie auch noch nicht. Das war jetzt dumm. Kann man hier hoch? Ja, Treppe. Okay, klar. Macht irgendwie Sinn. Ich werde hier erstmal ein bisschen rumgucken. What the fuck? Ich habe irgendwie Angst, dass mich hier irgendwas um... Ich hatte irgendwie echt gerade das Gefühl, gleich fällt ein Stein auf meinen Kopf. Ich weiß nicht warum, aber war so mein Gefühl. Auf
jeden Fall haben sie einen hohen Kerzenverbrauch. Naja, gut. Ja. Da oben will ich mal sitzen. Eines Tages wird das alles dir gehören. Ich komme da nicht hoch. Der glüht. Oh. Das ist aber... Wo ist denn die Inschrift? Heiliger König. Lautrick. Letzte Hoffnung. Ich wollte ihn nicht schlagen. Ich wollte nur... Okay. Ist schön auf jeden Fall. Was ist hier? Okay. Der Verbannte? Ich will nicht hauen. Egal. Ist auch wurscht, was da steht eigentlich. Das ist meist... Da springe ich nicht runter. Ich weiß nicht, ob ich wieder zurückkomme. Okay, ich werde wahrscheinlich hier wieder zurückkommen, ne? Ah ja, okay. Ja, da geht es wahrscheinlich dann lang. Gut, ich werde jetzt aber erstmal ein bisschen fighten, weil sonst wird es echt ein bisschen langweilig auf die Dauer. Wo geht's denn hier wieder raus? Hoch war ich, ne? Oben. Oh Gott, mein Orientierungssinn ist wieder grandios. Hier war ich raus. Hier war ich rein, genau. Und jetzt habe ich mehr Leben. Ha. Und da ich gerastet habe, werden hier Gegner sein. Da. Na gut. What the fuck? Stirb, bleib. Jetzt sind die auch so lame. Dann mal weiter im Text. Da ist bestimmt irgendwas hinter. What the fuck? Also ich sehe da eine kleine Figur, die ist bestimmt ganz schön stark. Wenn da so viele Blutflecken sind, ist die mit Sicherheit sehr, sehr stark. Hm. Ist da ein Abgrund? So. Der hat den... was auch immer gespielt. Ach, da oben sind auch noch ein paar Leute. Wow. Aiming like a boss. Ich laufe übrigens sehr gerne mit erhobenem Schild rum, muss ich dazu sagen. Noch mehr Glut. Aber ich bin auch im Gluten. Glühen. Ich habe noch ein paar Gluten. Hm. Erstaunlich wenig. Hier schon? Nö. Heimkehrknochen. Gut. Warte mal kurz. Oh, krass. Ich sollte vielleicht die Beine von meinem PC runternehmen, der hat schon 41 Grad. Ah, Gott. Ich habe übrigens den Speed Porno PC. Habe ich mir mal gegönnt. So, rollen. Rolle, rolle, rolle. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Typen. Wenn da so viele Viecher, wenn da so viele Leute gestorben sind, macht er bestimmt scheiße viel Schaden. Aber gut, ich habe volles Leben, ich habe volle Flakons, die ich haben könnte. Aber hier ist ein Abgrund. Oh, der ist einfach im Stehen gestorben. Okay, was ist die Nachricht? Geschafft. Noch nicht leider. Der hat einen Katana. Ach, stimmt, der. War ja der Typ. Mein Freund, du willst mich doch bestimmt gar nicht erst angreifen, oder? Du willst doch bestimmt einfach in den Tod springen. Der macht Blutungsschaden. Der macht ganz schön viel Blutungsschaden. Ritter 0, Samurai 1. Soll ich mal behaupten? Hm. Rüstung eines gefallenen Ritters. Oh, der die Ladezeit ist ja extrem gering. Finde ich voll gut. So, ich hoffe, das ist nicht wie bei Bloodborne, dass, hier die, dass du die Viecher umbringen musst, damit du die Seelen wieder bekommst. Das fand ich etwas stressig, muss ich zu. Was? Das ist doch normalerweise mit Bossen. Ich komme auch nicht durch. Lass mich durch. Gut. Ich bin ein Zauberer. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war es ein Lade... was auch immer. Ich würde schätzen, das hat irgendwas mit der Ladezeit zu tun.
Das heißt, okay, den kann ich nicht blocken oder wenig blocken. Gut. Oder eher nicht so gut. Das heißt, ausweichen. Ich will erstmal meine Dings zurück. Gib mir meine Seelen zurück. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Junge, du hast bestimmt auch so viel Leben, oder? Komm her. Oh Gott. Er hat mich gerade gekontert, der Arsch. What the fuck? Da hinten liegt Loot. Ha! Wow. Okay, mehr als ankindelt werden kann ich wahrscheinlich nicht. Deshalb nicht so schlimm. Ja. Ja, das ist bestimmt der Lade irgendwas. Sehr doof. Ich glaube, normaler Ladebildschirm wäre mir sogar fast lieber. Also gut, ich kann jetzt hier irgendwas noch machen, ne? Ist irgendwie in gewisser Weise sinnvoll, aber... Lasst mich durch, ich bin Arzt. Lasst mich das, ich bin durch. Ich glaube, ich brauche mehr Ausdauer, um den umzubringen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich mehr Ausdauer brauche. Ich werde noch den nächsten... Also für die Leute, die es interessiert, ich werde noch die nächsten paar Minuten probieren, ihn umzubringen. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich ihn einfach ignorieren. Ja. Alter. What the fuck? Das war fail. Na gut. Zur Not kann ich, glaube ich, an ihm vorbeilaufen. Kann ich dir an ihm vorbeilaufen und vielleicht die Tür aufmachen? Lass mich, Arzt. Ich bin durch. Sehr gut. Ha. Jetzt gerade nicht. Jo, danke. Okay. Okay, nächster Versuch. Guten Tag, der Herr. Oh, meine Nachricht wurde gut bewertet. Aha. Ja gut, im Moment laufen halt alle noch in diesem Anfangsgebiet rum. Gibt es dafür eigentlich irgendwas, wenn man die Nachricht gut, wenn die Nachricht gut bewertet wird? So. So, mein Kollege Schnürschuh. Du. Ah! Really? Kann ich ihn weglocken? Das war wohl nichts. Ich probiere ihn gleich mal wegzulocken und da dran vorbeizugehen. Das hat, glaube ich, keinen großen Wert jetzt irgendwie. Keine Ahnung, wie lange daran rumzuprobieren. Dafür bin ich einfach zu schlecht noch. Und zu schlecht equipped auch. Ich brauche eigentlich genug Ausdauer, um ihn komplett wegzublocken. Weil, wie gesagt, ich spiele ganz gerne mit Blocken. Und das ist halt irgendwie ganz schön scheiße, wenn er zu viele Schlagkombos hintereinander führt. Obwohl, einmal probiere ich noch. Ich habe ja gesagt, diese Folge noch. Das heißt, es wären 6 Minuten noch. So, dann kann ich ein bisschen Seelen sammeln. Das Problem ist, hat man... Nee, eben nicht, das ist das Problem.
leider nicht geschafft. Ja, das Problem ist, ich habe halt irgendwie nicht so richtig die Ahnung, wie ich ihn groß irgendwie... Kann ich ihn hier nicht... Alter! 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 Keine Chance. Wenn ich in der Schlagkombo drin bin, bin ich instant tot. Der Typ übertreibt ein bisschen. Ja, komm, ein paar Versuche haben wir noch. Also wenn es... Für die Leute, die es nicht interessiert, die können ja einfach schon aufhören, als nachdem ich gesagt hatte, dass ich den jetzt probieren werde. Das Problem ist, ich glaube, als Magier ist der einfacher. Obwohl, vielleicht verfolgt er einen zu sehr. Das Schöne ist, die resetten ja nicht, die Gegner in Dark Souls. Also nicht die resetten nicht, sondern die, Dings nicht. Wie heißt es nochmal? Ach, wie heißt das nochmal, verdammt nochmal? Heilen sich nicht wieder. Also, ja doch, im Endeffekt ist es eine Art Resetten. Was sie eben nicht tun. So, nächster Versuch, mein Kumpel. Ich darf mich eigentlich nicht so sehr aufs Blocken. Sondern eher aufs Ausweichen konzentrieren. Klappt ja gut. Ich hab die ganze Zeit versucht auszuweichen, aber es geht nicht, weil ich in einem Schlagkombo drin bin. Die denkt sich wahrscheinlich auch so, was ist denn das für ein bescheuerter Typ, der stirbt die ganze Zeit. Aber gut, da ich sowieso ankindelt bin, ist mir eigentlich völlig Wumpe. So. Lass mich Arzt, ich bin durch, ja. Na komm. Also viel zum Laden können die doch nicht haben. Ich bin doch da schon 3-4 Mal lang gelaufen. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Der Todes-Samurai oder sowas. Beziehungsweise der erste Gegner, an dem ich richtig schön verzweifle. Ich brauche Pfeil und Bogen. Ich mach den zur Not auch mit Pfeil und Bogen weg. So, mein Kollege. Komm mal her. Ich hau mal ab. Na toll. Wow. Ich bin jetzt schon weitergekommen, als ich jemals vorher war. What the fuck? Na komm, 1-2 Versuche habe ich noch. Ich bin ehrlich gesagt sehr versucht. Wie war das? F, genau. Nur mit... nur so zu spielen. Im Moment, weil irgendwie macht mir das, glaube ich, mehr Sinn. Dürfte nämlich meinen Schaden erhöhen. Oh, ich bin aber langsamer. Ich kann mit Schwert blocken, ist auch kacke. Na toll, ey. Das war nicht das, was ich... Hallo. Ich weiß nicht warum, aber ich drücke dauernd R. Ich wollte eigentlich E drücken. Na gut. Okay, aber ich hatte ihn halb tot. Das ist schon mal gut. Schon mal die halbe Miete. Wortwörtlich. Vielleicht sollte ich ihn doch hier runterlocken und hier unten gegen ihn kämpfen. Habe ich wenigstens Platz. Problem ist, da oben muss ich gleich mit meiner Seele einsammeln. Oh. Schwindende Seele. Sehr gut. Die bringt, glaube ich, 50 oder so. Einfach nichts. Hey, Motherfucker. Sorry, Kumpel, aber ich muss mal kurz meine Seelen einsammeln. Okay. Ich sehe schon, du hast was dagegen gehabt.
Komm mal hier runter, ich brauche mehr Platz, um dich umzubringen. Du willst mir echt nicht den Platz geben? Doch. So, hier kann ich wenigstens nicht runterfallen, das ist schon mal gut. Das ist ehrlich dein Ernst? Ah ja, perfekt. So, mit so einem Streifschlag, na toll. Ich brauche ja 2 Jahre, bis ich ihn tot habe. Wird halt ein bisschen länger. Blutverlust. Hallo Junge, du hast mich auf mich eingeschlagen, während ich schon tot war. Da ist nicht mehr wie viel Blutverlust. Ring des Gebets. Kannst du mir nicht helfen? So ein Wichser. Ja, mach ich halt die Folge ein bisschen länger. Ich will den Typen umbringen und nicht erst in der nächsten Folge. Komm. Lass mich durch. Geht doch. Auf kurz oder lang kriege ich mehr Seelen. Also auf sehr lang meistens, aber ist ja egal. Wow. Das war richtig schlecht sogar. Das heißt, das ist ja jetzt ein gutes Zeichen, dass ich richtig schlecht war. So, mein Freund. Nächster Versuch, um dich umzubringen. Ja, so viel Range hast du auch wieder nicht. Ich hätte das gerne, wenn du runterfällst. Kannst du das bitte einrichten? So, einfach mal da runterspringen, YOLO. Du bist bestimmt einer, der nicht wieder spawnt, oder? Komm. Ich will an dir vorbeirollen und dich dann umbringen. Na? Mach's was? Ich glaube, er ist verwirrt. Ich level auf. Das war's gleich mit der Folge. Ich level einmal noch auf und dann... Also ich hole das Zeug noch, level auf und dann... beende ich die Folge, weil der ist im Moment noch zu stark für mich und ja, da habe ich keine Chance gegen den. Also, ich habe sicher eine Chance, weil ich, also, ich mit meinem jetzigen Skill habe keine Chance gegen den. So, ich selber bin einfach im Moment zu schlecht. Passiert. Dark Souls hat ja auch eine Lernkurve, ne? Na, lass mich durch. Ich will nur noch meinen Scheiß ansammeln. Aber ich kann dann wenigstens noch ein Level machen. Wieder zurück. Seelen zurückgekehrt. Aber ich mag das, dass man jetzt nicht immer wieder verliert, sondern einmal verliert man und dann ist halt so, ne? Kann man jetzt irgendwie anders zu einem neuen Gebiet? Kann ich gleich mit einem Bonfire zu einem neuen Gebiet? Egal. Das hast du doch gar nicht erzählt. To Lothric, where the homes of the lords converge. Sehr interessant. Also, das ist echt eine Perverse. Komm, Stärke 15. Ja. Und zurück. Verlassen. So, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.